Candy Crush legt sich jetzt mal auf deinen Schoß. Oh, es ist so ekelig. Ah, ah. Also wirklich. Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Heute habe ich wieder Besuch von meiner liebsten Hella und dein Hund leckt mich an die Hand. Fiji ist auch dabei. Sie ist einfach so süß. Ich freue mich so sehr, dass Hella einfach zu Besuch ist. Fiji mag Hella auch. Und wir haben uns heute was richtig Cooles überlegt. Denn im letzten Video war ich ja Hellas Diener. Und diesmal dachte ich mir, Hella ist zu Besuch. Wir drehen den Spieß heute einfach mal um. Und heute wird Hella meine Dienerin sein. Leute, nein. Und dafür habe ich was richtig Besonderes für dich, Hella. Wow. Eine Schürze. Okay, und ich kann dazu nichts sagen, weil letztes Mal musstest du ja auch eine Schürze tragen. Also ich habe richtig schlimm ausgeschaut letztes Mal. Aber du hattest das nicht im Stall an. Ich soll die jetzt so im Stall tragen? Ja, klar. Das oh mein Gott, die Katze! Die Katze spielt einfach damit. Hella, ich habe mir überlegt, du darfst heute einfach mal so ein bisschen meinen Tag machen. Und der startet erstmal heute mit Stallarbeit. Schön. Schön. Habe ich mir doch schon fast gedacht. Jetzt lassen wir jetzt erstmal die Minis runter bei diesem schönen Wetter. Ja, und dann geht's auch schon los. Sollen. Schau mal, Muli Elsa schläft. Ah. Die Babys sind müde. Hallo. Babys, ihr hattet doch jetzt eine ganze Nacht Zeit zum Schlafen. Die erste Aufgabe, du darfst jetzt mal alle Minis rauslassen. Sie sind jetzt auch schon aufgemacht. Mach einfach auf, du musst danach nur wieder zumachen, sonst rennen alle anderen da. Okay. Erstmal wieder rein. Was ist das denn? Candy Crush legt sich was jetzt mal auf deinen Schoß. Was ist los mit dir? Sie kann schon liegen. Ein Zirkuspony. Martin. Vanilli, hallo! Oh, Angie ist aufgeregt. Hallo! Oma Lavi will auch raus! Yippie! Oh. Sie ist heute mal ganz gemütlich unterwegs. Vielleicht siehst du ja auch noch eine Geburt bei uns. Wir haben ja zwei Stuten, die jetzt schon so weit sind. Ja! Vielleicht klappt's ja noch. Das wäre richtig cool. Raus mit dir! Pandora könnte es soweit sein und Coco überwachen wir ja sogar schon. Also da kann es auch jederzeit soweit sein. Ich war heute ganz schön gemütlich unterwegs. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft. Der ganze Tag liegt ja noch vor mir. Sagst du jetzt erstmal eine Mistgabel holen und den Schubkarren? Da? Ja, richtig. Das? Ja, und dann noch so die Lilane. Soll ich an die Lilane drankommen? Jetzt mal im Ernst. You can do it, Hella. Also wirklich. Challenge! Ja, geschafft! Richtig gut! Eine Karre. Voll ausgestattet. Ach, die Pferde haben es mir heute mal extra leicht gemacht. Ich glaube, die wissen, dass ich hier reiten müsste. Und deshalb haben wir extra viel geäppelt. Ich habe gestern Abend extra noch abgemistet, damit Hella nicht ganz so viel Arbeit hat. Jetzt würde ich sagen, darfst du einfach mal starten. Ja, ja, das hätte ich auch gesagt. Und ich mache es mir heute mal entspannt hier. Wie soll ich sie eigentlich ansprechen? Bitte sprech mich mit große Herrscherin und Meisterin an. Das kriege ich hin. Große Herrscherin und Meisterin. Bitte ein bisschen mehr mit Liebe. Ein bisschen besser betonen. Große Herrscherin und Meisterin. Große Herrscherin und Meisterin! Besser, so bin ich zufrieden. Hella, es läuft ja schon super. Ich bin stolz auf dich. Ja, die Karre ist auch schon halb voll. Ich glaube, ich werde dich behalten als Dienerin. Also wirklich... Das ist wirklich, du bist eine sehr, sehr gute Dienerin. Die Karre fühlt sich aber ganz schön, Hella. Ja, ist auch schon richtig schwer und die Pony stellen sich extra in den Weg, damit ich es noch schwerer habe, ne? Zum Glück wird man hier auch gar nicht von der Arbeit abgelenkt, sondern man macht wirklich nur sein Ding. Meine liebe Dienerin, ich glaube, du warst jetzt fleißig. Jetzt packe ich wohl mal mit an, dass es heute noch was wird. Was passiert hier? Jetzt wird man auch noch gebissen. Das ist die Strafe für die Arbeitsverweigerung. Ich glaube, wir sollten den Schubkarren auslernen, beziehungsweise du darfst den Schubkarren auslernen. Wenn wir den jetzt noch voller machen, dann, glaube ich, wird das nichts mehr. Die Dienerin ist motiviert hier. Ja. Immer noch voller.
traurig. So, jetzt leeren wir mal aus. Noch voller hätten fast nicht machen können. Nee. Schauen wir mal, wie das geht. Hier in den Container rein. Mit Schwung, sonst wird das nichts. Mit Schwung. Oh, 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 das geht daneben. Wieso? Nee, es geht sogar. Geht das daneben? Okay. Boah, hattest du jetzt Glück. Mir ist er letztens reingefallen und ich bin mit Karin reingefallen. So hinterher springen erstmal. Schaut euch dieses fantastische Ergebnis an. Du bist eine Spitzendienerin. Ohne deine Dienerin hättest du das niemals geschafft. Nee. Große Herrscherin und Meisterin. Danke, Dienerin. Lass mich raten. Jetzt ist noch der Stall an der Reihe? Jetzt ist der Stall an der Reihe, ja. Sie haben ganz schön viel gekackt hier. Der auch noch gemistet werden muss. Hilft leider nichts. Das ist jetzt die Schubkarre. Oh, und das lass mal eingequetscht werden hier. Und das Equipment. Yay, wir sind so motiviert. 3 Stunden später. Liebe Dienerin, du machst das wirklich mit viel Herzblut, aber so werden wir heute hier nicht mehr fertig. Da stehen wir, glaube ich, einfach morgen noch da. Deshalb, glaube ich, machen wir das jetzt besser hier zusammen und ich überlege mir nachher noch eine neue Aufgabe. Vanilla hat heute ein besonderes Ostergeschenk gemacht. Ich habe schon gesehen. Nein! Macht ihr jetzt auch noch ein besonderes Ostergeschenk hier? Bitteschön. Dankeschön. Meine Dienerin darf heute die Tränke reinigen. Soll ich das halt machen? Ich musste letztens bei dir leiden, jetzt bist du dran, Hella. Die Dienerin überlegt sich eine Taktik, wie sie am besten... Entschuldigung, können Sie das vielleicht einmal so halten? Wie heiße ich? Große Herrin und Meisterin. Okay, ich kann es halten. Ob das die schlauste Taktik ist? Oh, es ist so ekelig. Ah, ah. Weißt du, du könntest auch das Tuch nehmen, aber nein! Nein! Scheiße! Im wahrsten Sinne des Wortes! Okay, es hat nicht so gut geklappt wie gedacht. Hella. Hella, Dienerin, du machst es spitze. Die zweite Taktik ist geglückt. Wirklich. Der Stall ist fertig. Wir fegen jetzt noch eine Runde. Meine gute Dienerin ist auch schon fleißig. Meine Seite habe ich schon fertig. Und es sieht doch schon ganz gut aus. Endlich ready. Du hast dich super geschlagen als meine Dankeschön. Dienerin. Vielen Dank für deine Hilfe. Alleine hätte ich jetzt noch viel länger gebraucht. Sehr gerne. Es ist wirklich praktisch, so eine Dienerin zu haben. Das freut mich sehr und ich habe schon wieder die nächste Idee. Danke für den Wind, es ist wirklich heiß. Ja. Mit diesen Miniaturblättern. Also es bringt halt eigentlich gar nichts, aber der Wille ist gut. Ja, ich würde sagen, liebe Dienerin, ich hätte jetzt echt Lust zu reiten. Und ich auch. Du auch, ja. Du könntest mir jetzt mal ein Pferd herrichten und... Das kriege ich hin. Satteln und welches putzen. Pferd soll es denn sein von Ihren 20 Pferden, die Sie haben? Ich wünsche Bobby. Bambucha Bobby. Bambucha. Findest du den? Ja. Sehr gut. Der Schwarze. Ich warte auf dich. Yes. Ich erwarte mein Pferd. Danke. Die Dienerin kennt sich hier schon sehr gut aus. Sie fühlt sich hier auch schon fast wie zu Hause. Schauen wir mal, ob sie das richtige Pferd bringt. Die Dienerin hat es geschafft. Es ist das richtige Pferd. Es ist Bobby. Jetzt wird er noch schön geputzt. Er möchte gerne eine Massage haben. Wenn ich Ihnen kurz etwas sagen dürfte, große Herrin und Meisterin. Ausnahmsweise? Du hast halt immer noch ein Blatt auf dem Kopf. Nicht dein Ernst. Aber ich leg's einfach wieder zurück. Wie, ist es genehm? Eine kleine Massage. Bitte schön massieren. Bobby sieht ja jetzt schon echt ganz gut aus. Jetzt würde ich sagen, darfst du ihn mir noch satteln? Ich brauche noch einen kleinen Moment. Keine Zeit zum Kuscheln hier. Okay. Mit viel Liebe satteln, gute Dienerin. Ja. Mein edles Ross. Das Huhn gibt auch seinen Senf dazu. 1, 2 und 3. Juhu! Oh, hast ein Brot dabei geholt? Aber ja. Geschafft. Sehr gut. Verdammt. Die Dienerin muss noch ein bisschen eingelernt werden. Das mit dem Satteln müssen wir noch ein bisschen hier üben. Das kriege ich leider noch nicht alleine hin. Die Zettel liegen ihr scheinbar noch nicht so ganz. Mir fehlen noch meine Stiefel. Würde ich mir bitte einmal meine Stiefel bringen? Okay. Das wäre sehr nett. Vielen lieben Dank. Jetzt würde ich sagen, darfst du mir die einmal noch anziehen hier? Ja, kein Problem. Weil das ist mir zu anstrengend. Zack.
diese Anstrengung kann ich heute nicht mehr auf mich nehmen. Das ist einfach zu krass. Ich bin so gerne dein Diener. Es macht so viel Spaß, gell? So? Am liebsten würdest du es für immer bleiben. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sie auch behalten als Dienerin. So. Next one. Wundervoll. Mein Pferd steht auch schon bereit, also wirklich ein Traum. So könnte jeder Tag für mich sein. Wundervoll. Du darfst das Pferd jetzt bitte noch aufwärmen. Bitte reiz noch ein bisschen Schritt, dass das Pferd für mich gleich auf Betriebstemperatur ist und ich gleich starten kann. Ach so. Ja, ich würde sagen, ich führe erstmal eine Runde. Ich setze mich ja nicht auf Ihr edles Ross. Okay, okay. Dann also, bitte führen Sie. Kommen Sie, Bobschi. Bitte schön, Ihr Pferd ist auf Betriebstemperatur, so wie Sie es wollen. Dankeschön, dann können wir starten. Was natürlich auch nicht fehlen darf für Ihre eigene Sicherheit, für ist meinen, der passende Helm. Der Schutz für meinen perfekten Kopf. Oh Gott, au, au, au. Perfekt. Das Ross, hier reichen wir los. Schön. Auf geht's. Bobbycar, ich fahre mit meinem Bobbycar. Da die Dienerin jetzt so vorbildlich war, darf sie auch ein paar Runden mit meinem edlen Ross reiten. Ne? Wir haben auch was richtig Cooles geplant und dafür darf die liebe Dienerin jetzt mal üben. Und dafür brauchen wir auch ein paar Pilönchen. Und ich denke, im nächsten Video werdet ihr das dann schon sehen, was die Dienerin hier mit meinem Pferd treibt. Die Dienerin hat ihre Belohnung gut ausgekostet. Wie war es für dich? Sehr gut. War das eine gute Belohnung? Ja, Bobby ist halt so süß und so lieb. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin Bobby noch nie geritten. Das Reiten, das war jetzt sehr erfolgreich. Yes. Haben wir gut gemacht. Und jetzt habe ich echt einen Hunger irgendwie. Einen Hunger? Also ich verspüre jetzt echt so ein Kribbeln im Magen. Und irgendwie würde ich mir wünschen, dass mir die Dienerin ein Mahl zubereitet. Ja, es ist machbar. Mit deinen Sachen. Ist die Dienerin auch eine Köchin? Eigentlich nicht, aber für heute schon. Wird schon. Liebste Dienerin, ich habe es mir jetzt überlegt, ich wünsche mir Cordon Bleu, vegan natürlich, ich esse ja kein Fleisch, mit Kartoffeln und Preiselbeeren. Und das Gute ist, wir haben hier sogar so ein Fertig-Cordon Bleu. Das ist natürlich praktisch. Also ist es jetzt auch nicht so aufwendig. Da kann nichts schief gehen. Das sollte machbar sein, liebe Dienerin. Ist vielleicht ein bisschen groß, der Topf für die zwei Kartoffeln. Nein! Die Dienerin empfindet das als angemessen. Das ist sehr angemessen. Eigentlich jetzt ist es noch eine Nummer größer gemusst. So. Die Kartoffeln sind geschält und jetzt kommen die nur noch in den Topf. Ach du Scheiße, wie soll ich das da jetzt reintun? Was ist das? Oh Gott. Also die Dienerin hat kein Potenzial als Köchin, wie ich gerade feststelle. Jetzt brauchen wir nur noch eine Pfanne. Hella, während die Kartoffeln jetzt so lange brauchen, wäre es schön, wenn ich so lange eine Rücken-Nacken-Massage bekommen könnte. Das hast du damals von mir auch verlangt und ich finde, das ist sehr schön. Ich komme gar nicht ran. Ein bisschen Kopfschmerzen, soll ich mich ausziehen? Kein Problem so. Für dich. So. Bitte mit Liebe. Ein bisschen stärker. Ja, ja, ja. So. Mhm. Ja, das ist gut. Sehr angenehm, es löst meine Verspannungen. Wie schaut's mit dem Essen aus? Schau mal, diese Cordon Bleu Fake-Teile sind, glaube ich, echt ganz gut. Und ja, schau mal hier. Oh, wow. Mega. Das brutzelt. Und die Kartoffeln. Und hier sind die Kartoffeln. Wie schaut's mit denen aus? Pass doch mal an. Pass doch mal an, ob die gut sind. Was ist hier gerade passiert? Ich weiß nicht, wie das passiert, Lotte. Ich habe die Kartoffeln aufgespießt und dachte, ich kann die einfach so rübertragen. Es ging nicht so gut. Also liebe Dienerin, irgendwie, also mit der Kochkarriere, ich glaube, das sieht schlecht aus. Damit nicht noch mehr schief geht, nehme ich das Ganze jetzt mal selbst in die Hand. Frech, frech. Ich traue der Dienerin jetzt nicht so ganz, weil ich habe wirklich Hunger. Deshalb kann ich jetzt kein Risiko hier mehr eingehen. Was ich halt ein bisschen merkwürdig finde, dass Julia Marmelade mit Kartoffeln isst. Das ist das Beste. Hella will einfach nur Ketchup. Dabei sind Preiselbeeren das Beste. Und jetzt wünschen wir euch an Gurn. Bedienerin, jetzt sind wir ja gut gestärkt. Und jetzt denke ich, haben die Meerschweinchen auch ein bisschen Hunger. Ja. Vielleicht magst du mal ein bisschen Gras pflücken für die Meris. Da würden sie sich sehr freuen. Das kann ich natürlich gerne machen. Und mit ein bisschen mehr Liebe. Wie soll man mit Liebe Gras pflücken? Jetzt mal ohne Witz. Ich streichel die Grashalme.
Und dann reißt du sie ja ein bisschen sanfter. Die Merichs sind ja jetzt auch neu ins Sommerquartier gezogen und jetzt müssen wir sie langsam angrasen und dann geht's auch bald wieder ins Freigehege. Hier auch noch ein bisschen was. Yummy, yummy, yummy. Wo sind sie denn? Die Kaninchen? Die fressen hier schon. Die kriegen jetzt auch noch ein bisschen was. Sind noch ein bisschen schüchtern, weil sie hier neu umgezogen sind. Duke und Paquito genießen die Sonne im Round Pen. Und liebe Dienerin, ich habe gerade gesehen, Duke und Paquito sind noch nicht gemistet. Wie konnte denn das passieren? Also Dienerin, ich dachte, das ist heute dein Zuständigkeitsbereich. Die Sonne ist so strong. Nein. Du darfst jetzt einmal noch so viel gemistet heute. Duke und Paquito machen. Und ich hole so lange schon mal deine Belohnung. Oh. Weil du warst eine gute Dienerin und dafür da bin ich ja mal gespannt. Auch eine Belohnung heute. Während Hella Duke und Paquito mistet, hole ich jetzt mal Wolli und Gainesville. Denn Hella hatte sich gewünscht, einen Ausritt zu machen. Und da sie jetzt so fleißig geholfen hat, machen wir das natürlich. Wir hätten es natürlich auch gemacht, hätte sie nicht so fleißig geholfen. Aber das sagen wir ihr natürlich nicht. Und ja, ich hole jetzt die zwei Pferde. Das Wetter ist wirklich bombastisch und dann werden wir uns auf einen traumhaften Ausritt heute begeben. Schau mal, Hella, deine Überraschung ist auf dem Weg. Meine Überraschung kriege ich die geschenkt. Das ist ja gar nicht nötig gewesen. Oh, ich nehme mich mit. Nicht geschenkt, aber für einen Ausritt leihe ich dir heute meinen Wolli wieder. Oh, wie schön. Oder Wolli? Er freut sich. Ich freue mich auch. Dann misste ich jetzt ganz schnell die Box. Als Dankeschön, dass du so fleißig geholfen hast. Und ich würde sagen, ich sattel so lange schon mal die Pferde. Da freue ich mich. Hella, jetzt warst du richtig fleißig. Yes. Ich würde sagen, den Job als meine Dienerin hast du heute hervorragend gemacht. Und du warst die beste Dienerin, die ich mir hätte wünschen können. Dankeschön. Wie und ich entlasse dich jetzt aus deiner Dienerschaft. Sehr cool. Du darfst die Schürze also abnehmen. Nein. Du bist wieder ein freier Mensch. Auf diesen Moment habe ich die ganze Zeit gewartet. Und Hella ist wieder frei. Frei. Vielen, vielen Dank für deine Hilfe. Ja, sehr gerne. Du warst nicht so eine schlimme Herrin. Ich finde auch, Meisterin. Dass ich ganz nett war. Ganz kann man nett. Schon akzeptieren. Ja. Und ja, jetzt habe ich die Pferde schon schön gemacht. Ach, wie cool. Und jetzt können wir uns auf einen schönen Ausritt begeben. Ich freue mich. Ich glaube, das macht nochmal Spaß. Wir machen jetzt einen schönen Ausritt. Die Pferde sind ready. Jetzt geben wir gleich einmal Gas. Schaut euch mal diese schöne Natur hier einfach an. Es ist echt traumhaft. Also ich bin auch jedes Mal wieder so begeistert, wie schön das einfach ist mit den Bergen. Du weißt, ich habe das ja nicht so, so oft. So schön, dass du hier bist. Wir sind wieder zurück von einem traumhaften Ausritt. Es war einfach nur cool. Ihr habt das auch super gemacht. Ja, es war so schön. Das Wetter war einfach traumhaft und es war richtig schön. Eine tolle Belohnung, muss man wirklich mal sagen. Das freut mich. Naja, ich hoffe, euch hat das YouTube-Video gefallen, ne? Ihr müsst unbedingt einen Daumen nach oben da lassen und abonnieren nicht vergessen, denn Julia hat fast die 100.000 Abonnenten und das müssen wir knacken, würde ich sagen. Das wäre so cool, wenn ich das schaffen würde und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.